dieses Leben, dieses Universum, alles gehorcht denselben physikalischen Gesetzen. Und die Physiker haben mal festgestellt, okay, es gibt zwei Sorten von Schwingung. Die elektromagnetische Schwingung ist eigentlich eine Schwingung, die primär nur bei Materie vorkommt, und die mechanische Schwingung, die Stoßschwingung, die nennen wir im Allgemeinen Schall. Man hat eben definiert, okay, der tiefste Ton, den man so hören kann, den nennen wir Infraschall, kann man schon nicht mehr richtig hören. Dann, das wummert nur noch im Bauch, dann gibt es also halt die nächsthöheren Töne, sind dann eben im Bereich des Hörschalls. Ab einer gewissen Grenze hat man gesagt, okay, das ist der Hyperschall, und physikalisch sah man da irgendwie, da hört es irgendwie auf, aber wie es aufhört, konnte man nicht genau sagen. Physiker sagen, okay, die Energie in diesem Universum, dieses Universum, das ist nur 0,5% in Materie gespeichert, der Rest liegt in anderen Strukturen. Ich verstehe es nicht, warum die Mediziner nie den Schulterschluss mit den Physikern getätigt haben. 1919, das sind jetzt mehr als 100 Jahre her, wurde bereits der Nobelpreis für Physik vergeben, und Max Planck, der ihn bekam, sagte, es gibt keine Materie, es gibt nur Formen von Energie und Informationen, die diese Energie irgendwie strukturieren. So ist das Universum aufgebaut. Ja, das sagst du richtig. Also Materie, was ist Materie? Die Physiker sehen, Materie besteht zu 99,999% aus Vakuum. Sprich, also der Fußball in der Mitte dieses Systems und der Ping-Pong-Ball kreist in einer Entfernung von 10 Kilometer. Dieses Vakuum ist aber nicht nichts. Das haben die Russen durch ihre Forschung direkt nach dem Zweiten Weltkrieg beginnend nach und nach entsprechend klären können. In der Einsteinschen Formel fehlt da etwas, und das haben sie gefüllt. Und das nannten sie, es fehlte die Drehung, die Rotation, und das nannten sie dann eben Torsionswellen. Die Mediziner schauen an diesen physikalischen Grundlagen einfach vorbei, weil sie sich auf die Materie gestürzt haben. Zum Beispiel Panik ist eine typische Geschichte. Alle sitzen in der Panik beispielsweise in einem engen Raum, und auf einmal kriegt einer eine Panik im Sinne von, wenn ich hier nicht rauskomme, dann werde ich erdrückt. Und das geht jetzt von einem zum anderen weiter. Das verbreitet sich innerhalb von Sekundenschnelle infektiös von einem Körper zum anderen. Und auf einmal kriegen alle diese Angst. Man bewegt sich leider in der Medizin eben noch in einen Bereich, der nicht physikalisch ist, nicht die physikalischen Naturheilverfahren stehen im Vordergrund, um das so zu sehen, sondern es sind die materiellen, und die sind nicht ausreichend. Wir sind eben nicht nur Materie, sondern wir bestehen aus feinstofflichen Strukturen ganz vieler unterschiedlicher Formen, die sich dann in der Materie dann entsprechend gebündelt zeigen. Wir müssen wegkommen von der Materie. Krankheit ist kein materielles Geschehen, sondern ein emotionales Problem, das beseitigt werden muss. Wir sehen das Ende der klassischen Infektionslehre und der Ursachenforschung. Viren sind Bösewichter, man muss sie bekämpfen, der Kampf muss gegen sie gewonnen werden. Nein, der Kampf nicht gegen sie, sondern der Kampf für die innere Balance des in jedem einzelnen Menschen.